Ja, herzlich willkommen, meine Lieben. Der Tarek wieder mal hier in Bergisch Gladbach. Heute mit dem Sascha dabei. Sascha, grüß dich. Hallo, grüß dich. Sascha hat seinen Kia EV6 mitgebracht und ich habe meinen Ford Mustang Mach-E mitgebracht. Ja, das sind beides sehr, sehr, sehr gute Autos, die ich schon oft auch beides sehr für euch präsentiert habe hier auf dem Kanal. Aber heute, hier und jetzt, geht es um die Apps, um die Besonderheit der Apps von den beiden Fahrzeugen. Nämlich, was können die Apps, was können die nicht und vor allen Dingen Kia versus Ford. Wo sind die Unterschiede? Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Wir fangen aber jetzt erstmal mit der Kia-App an. Sascha, bist du denn allgemein mit der App-Führung zufrieden? Ja, allgemein auf jeden Fall. Und die ganzen Funktionen und Möglichkeiten, die man damit hat, sind schon klasse gelöst. Ja. Auch sehr intuitiv zu bedienen soweit. Man kann auch Ziele an das Fahrzeug schicken, aber eine komplette Routenplanung, wie man sich das schon mal wünscht, A, B, C-Ziele, kann ich damit noch nicht machen. Wie sieht das denn so genau aus? Jetzt gucken wir uns das gemeinsam mal an. Also das ist die Startseite. Genau, richtig, wenn man das Ganze öffnet. Welche Informationen haben wir? Wir haben Reichweite. Das Auto ist verbunden mit der App. Nicht angeschlossen. Klimaanlage ein. Verriegeln, entriegeln. Okay, das ist gut. Dann, wo wir uns gerade befinden und wie warm ist es? Fahrzeugstatus. Dann verriegelt aus, geschlossen. Ja, da kann man da, was ist mehr? Dann zeigt er einfach an, was er gerade alles so hat. Ne? Das ist seine Oberflächenspannung, stimmt nicht. Ne? Ah, okay. So, jetzt kannst du es noch ein bisschen detaillierter alles sehen. Alles abgenutzt. Ja, genau. Sonst kannst du ein bisschen detaillierter sehen. Das Ganze, das, was er eben schon mal zusammengefasst, habe ich jetzt hier nochmal so aufgelistet. Ah, ja. Den Akkustand in Prozent kann ich noch mal sehen. Ladestatus, nicht angeschlossen, genau. Ich habe auch kein geplantes Laden. Ich kann ja auch Ladeplan machen. Dann kann ich sagen, wann möchte ich losfahren mit dem Fahrzeug. Und das Fahrzeug regelt die Ladung dann so, dass er zu dem Zeitpunkt fertig ist. Ach, das ist gut. Das ist gut, weil der Fiat zum Beispiel, der kleine Fiat 500e, der macht das genau umgekehrt. Also seht ihr aber alles im Video. Kannst du hier eine Ladebegrenzung einstellen? Die Ladebegrenzung selber, also auf prozentual gesehen, kann ich einstellen. Das ist aber an einer anderen Stelle zu finden. Okay, das können wir gleich nochmal reingucken. Das ist also hier noch nicht in dem Status selber. Ja. So, also man sieht den entsprechenden Verriegelungsstatus oder Entriegelungsstatus. Okay. Die Klimatisierung, die läuft. Der Fahrzeug ist jetzt an, man hört es ja im Hintergrund rauschen. Genau. Also ich könnte es jetzt mal aktualisieren, das Ganze. Muss man einmal freundlich ins Gesicht reinschauen. Und jetzt holt er sich die ganzen Daten vom Fahrzeug. Das macht den regelmäßigen Abständen. Jetzt steht es auch korrekt hier, das Fahrzeug ist entriegelt, die Klimaanlage ist eingeschaltet. Eingeschaltet, genau. So, das muss man zwischendurch mal machen, dass er das eben halt nicht per Push-Nachricht bekommt, sondern man muss es abrufen, die Information vom Fahrzeug. Okay, dann weiter. So, ja, sonstige Sachen halt. Nö, das mal, ich meine im anderen Fenster. Okay, gut, dann gehen wir wieder zurück. Zurück einmal, Home, genau. So. Und jetzt haben wir was Spannendes. Wir können sehen, wo sich das Fahrzeug befindet, immer aktuell. Genau. Und wenn man dann halt eben Ziele gespeichert hat im Fahrzeug-Navi, man hat so 5 Schnellwahltasten, hat man die hier auch zur Verfügung. Da kann man halt direkt draufdrücken und sehen, wo es ist. Du wirst es dann entsprechend unkenntlich machen, dass die Adressen nicht sichtbar sind. Genau. Weiter. Dann drunter habe ich den Kalender. Da haben wir jetzt das Treffen mit Tarek drin stehen. Der Kalender wird synchron geholt vom Handy, also der iOS-Kalender. Es gibt noch eine Zusatzfunktion, dass man diesen iOS-Kalender mit dem Navi verbinden kann. Dass man also auch diese Kalendereinträge im Navi sich angucken kann. Zum Fahrzeug selber. Im Fahrzeug selber, der synchronisiert das automatisch, unabhängig von der App. Und wenn ich in dem Ort die Adresse eintrage, also Straße, Postleitzahl, Ort, kann ich im Navi die sofort übernehmen. Ah, okay. Und habe dann eben halt die Möglichkeit, dass ich meinen Kalender sehe, gehe auf den Termin, auf den nächsten, den ich habe, gehe dort auf Berechnen dorthin und er ruft mir die Route dazu ab. Okay. Kann man in der App irgendwelche Routen planen oder kann man nur Adressen, Ziele ans Auto senden? Genau, man kann nur ein Ziel ans Auto senden. Okay. Und insofern hat er das an dem Fahrzeug drin. Wenn ich das häufiger brauche, muss man es an dem Fahrzeug selber erstmal speichern oder man sendet es sich immer wieder. Das geht natürlich auch. Wenn man sich so ein Ziel raussucht hier zum Beispiel, kann man halt eben ganz normal in der Karte rumscrollen, wo man ist, kann das größer und kleiner machen und dann eben sagen, gut, da möchte ich jetzt hin, dann zoome ich mir das ran. Ich kann auch den Ort eingeben. Kannst du dir hier Ladesäulen aussuchen? Nee, an der Stelle nicht. Keine Ladesäulen hinterlegt, die sind nur im Fahrzeug hinterlegt. Ach, in der App sind keine Ladesäulen hinterlegt. In der App sind keine Ladesäulen hinterlegt. Das habe ich aber in der Ford-App, das zeigen wir euch gleich. Okay. Ah, da hat der Tarek jetzt was gefunden. Was ich allerdings machen kann, ich kann halt hier jetzt einfach draufdrücken, länger mit dem Finger und sagen, eben, da möchte ich hin. Er möchte jetzt allerdings an diese Adresse da unten, weil ich die aus Versehen angetippt habe. Ist ja nicht schlimm. Geh nochmal in den Ort rein. Hier habe ich auch oben die Adresse suchen, kann jetzt natürlich auch die Adresse eingeben und kann jetzt halt eben sagen, ich möchte meinetwegen da hin, dann halte ich länger meinen Finger drauf. Ach, da hat er schon. Und dann habe ich hier jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, ich kann jetzt Favorit speichern und ich kann die einfach ans Fahrzeug senden. Aha. Möchten Sie das Ziel ans Fahrzeug senden? Ja, möchte ich, dann haben wir es gleich da drin. Ja, perfekt. So. Ziel erfolgreich gesendet. Boah, das ging ja aber schnell. Doch. Das wird jetzt im Display auch erscheinen am Fahrzeug. Lass uns da mal ist. Gucken. Dann lass uns das mal direkt überprüfen hier. Da ist es. Wo? Hier in der Mitte, ganz groß. Ach, tatsächlich? Boah, das ging aber schnell, Leute. Das ist sofort da. Das ging jetzt wirklich schnell. Super.
Und das kann ich das als Ziel festlegen und der routet mich dann. Geil. Dahin. Mein Benutzerprofil kann ich anlegen, also bestimmte Backups machen. Ganz wichtig, Leute, macht ein Backup von euren Einstellungen. Kia ist sehr kreativ mit ihren Servern. Die machen manchmal einen Neustart. Und dann kommt eine ganz coole Meldung, die sagt, System wurde zurückgesetzt, bitte neu anmelden. Man meldet sich an, aber seine Einstellungen sind weg. Hat man ein Backup gemacht, lädt man die einfach wieder zurück, in ein paar Sekunden ist alles wieder da. Ein guter also Tipp. Ganz wichtige Sache, da noch dran denken. Guter Tipp. Gut, Profilbild ist einfach nur ein bisschen Schnickschnack. Ja. Einstellung ansehen, ändern. Das ist ganz interessant, wenn man da drauf geht. Verbindet er jetzt zum Fahrzeug selber. Aha. Und alles, was ich über das Setup im Fahrzeug, über Einstellungen machen kann, kann ich hier auch. Mhm. Also ich kann meine Soundeinstellung hier ändern. Ach nee. Ich kann also meine Unterdrückung eingeben. Ich kann meine Anweisung, die ich vielleicht bei der Navi haben möchte, einstellen, wie ich das gerne habe. Ach so. Ich habe gerne Navigationsanweisung stumm geschaltet. Mhm. Das ist für mich ein bisschen kreativ. Dann weiß ich auch, wo ich hinfahre. Ja, okay, deswegen mache ich das sehr gerne. Dann haben wir hier noch meine Fahrten. Da hat man einen Überblick über die letzten Tage, also ja, Fahrten. So, da kann man schon mal ein bisschen so meinen letzten Monat sehen bisher. Ach so, Entfernung zurückgelegt, dann genau. Tempo und dann Maximaltempo. Uiuiui. Exakt, und das ist monatlich hinterlegt. Ne? Okay. Das heißt, also ich kann hier oben die Monate wechseln, an den Monat davor gehen. Hast du auch eine Ladehistorie? Hier kann man mal sehen, dass... nein, eine Ladehistorie gibt es leider nicht. Das wäre noch das, was richtig fehlt. Ich kann nicht sehen, wie viele Kilowattstunden habe ich wann, wo, wie geladen. Das kann mein Ford auch. Oh. So, und dann gibt es hier noch Ladelimit, Energieverbrauch. Genau, da kann man mal drauf gehen. Jetzt kann ich hier oben mein Ladelimit einstellen. Das ruft ja vom Fahrzeug ab, weil ich kann es natürlich auch am Fahrzeug ändern. Mhm. Und genauso ändert es rückwärts zurück, wenn ich jetzt hier was ändere. Ich kann auch während der Ladung das verändern, sodass ich sage, okay, ich will gar nicht bis 100%, mir reichen heute 80%. Das Auto werden wir gleich die beiden an die Ladesäule hier anschließen. Wir haben hier nämlich so einen AC-Ladepark mit 13 Säulen, glaube ich. Irgendwie so. Sind schon viele, ja. Ja, sind einige Ladepunkte hier. Sehe ich zum ersten Mal übrigens. Und wir schließen die beiden Autos gleich an und gucken mal, was man in der App während des Ladens sieht und was man verändern kann. Okay, also das wäre ein Punkt dazu. Ja. Dann gibt es den Energieverbrauch vom Fahrzeug. Da kann ich die letzten gefahrenen Kilometer des heutigen Tages sehen. Hier oben sind wir tagesmäßig zusammengefasst. Mhm. Bin also heute schon 246 Kilometer gefahren. Mhm. Verbraucht hat er 37,36 Kilowattstunden. Durchschnittsverbrauch 15,18. Rekuperation 7,45 habe ich selber zurückgewonnen okay. an dem heutigen Tag. War viel Autobahn bei, ist nicht so viel. Dann hat man hier unten noch Status. Startmenü bearbeiten. Interessant Karte, sind die Remote-Funktionen sind interessant. Was kann ich alles mit dem Auto machen? Ah, ja, aus der Ferne, ohne dass ich im Auto bin. Verriegeln, Ladevorgang starten, wenn er an der Wallbox hängt. Ladevorgang beenden, Ladeanschluss schließen. Also was. Ladeklappe öffnen. Ja. Hier habe ich die Klimatisierung, die jetzt auch einwandfrei funktioniert. Okay. Kann ich das also entsprechend einstellen, wie ich das haben möchte im Fahrzeug. Wie war das jetzt im Winter mit Vorheizen? Hat das alles geklappt? Enteisen? Nein, und so? Hat nicht funktioniert. Da war auch ein Softwareproblem. Es gab ab März eine Softwareversion, beziehungsweise ab Februar eine, die es dann konnte. Okay. Und das jetzt war ein reines Softwareproblem leider gewesen. Jetzt klappt es. Und mit der letzten klappt auch das Vorklimatisieren wieder richtig. Da gab es auch eine Schwierigkeit. Der ist immer auf 27 Grad gegangen. Hm. Man musste dann einmal hier reingehen, in den Status aktualisieren. Dann hat das richtig übernommen. Aber dieser Schritt musste halt gemacht werden. Übernimmt er dann immer eine voreingestellte Temperatur jetzt mittlerweile oder nur das, was du hier jetzt eingibst? Das, was ich hier eingebe. Das heißt, er würde jetzt 18,5 übernehmen, wenn ich das ans Fahrzeug schicke. Okay, genau. Weiter. Besonderheiten noch im Winter kann ich noch entfrosten, dass also die Scheibe besonders priorisiert wird. Ich kann die Außenspiegel und die Heckscheibenheizung mit einschalten und ganz wichtig, die Lenkradheizung. Oh, okay. Was nicht geht, ist die Sitzheizung. Die kann ich nicht aktivieren aus der Ferne bzw. auch nicht vorprogrammieren. Schade. Das wäre noch nur ein Highlight, aber das Auto an sich ist dann schon warm, wenn man reinkommt. Es hat ja die Temperatur. Noch, okay. Sorry, Sascha, nochmal Vorteil Ford. Ich kann, wenn ich im Winter mein Auto vorheize, dann geht Sitzheizung und Lenkradheizung automatisch ein. Perfekte Sache. Ja. Mir fehlt nur noch der Knopf für die Sitzheizung. Bisher ist es nicht verfügbar. Okay. So, ihr Lieben, also das Auto ist jetzt aus und verriegelt. Die Fensterscheiben sind auf. Das meldet dich hier leider uns jetzt nicht in der App, dass die Scheiben unten sind. Nein. Okay. Aber du drückst jetzt einmal auf Starten. Oder also entriegeln in dem Fall erstmal, wenn das Fahrzeug bereit ist, dass ich rein kann. Er muss mich sehen, er hat mich gesehen. Ja. Er hat es erfolgreich gesendet. Und jetzt ist er auf. Und zack, nochmal erschließen. Ja, verriegeln. Jetzt hast du gedrückt. Ja, ich musste nochmal drücken, kam gerade die Push-Meldung. Jetzt nochmal gedrückt. Zack zu. Und zack zu. Ihr habt es gesehen, Blinker ging an und die Griffe sind wieder reingefahren. Und jetzt einmal Klimatisierung ein. Okay, einmal Klimatisierung einschalten. Ja, wird ausgeführt noch im Hintergrund. Warten wir noch mal kurz. Türen konnten nicht verriegelt werden, weil sie schon verriegelt sind. Wir haben jetzt die App durcheinander gebracht. Verstehe, das war zu schnell. Das war zu schnell hintereinander. Ne? Also ja. Wir machen das jetzt noch mal. Wir sind jetzt eigentlich aus dem Modus wieder raus. Ich sage jetzt Klimaanlage ein und schicke das. Klick, klack. Klick, hat klack. Man gehört. Es hat im Auto geklickt und ich habe die Meldung, dass die Klimaanlage aktiviert ist. Fernklimatisierung ist aktiviert und der Tarik
probiert das jetzt direkt mal aus. Ja, Moment, hier. Hier ist die Luft. Oh ja, ja. Genau, ich hatte die eben zugemacht, aber da kommt jetzt Luft raus, kalte Luft. Das ist sehr gut. Ja, ich würde sagen, Prüfung erfolgreich abgelegt. Bevor wir aber zur Ladesäule fahren, machen wir gleich nämlich zusammen mit der Ford, gucken wir uns mal meine App an. Ja, ihr Lieben, so sieht meine Ford-App aus und ich habe vor ungefähr 20 Sekunden die Seite aktualisiert und jetzt, nach 20 Sekunden ist das Ding endlich aktualisiert und da steht Laden, geschätzte Endzeit, obwohl das Auto nicht angesteckt ist. Oh wei, oh wei, oh wei. So, jetzt ist das weg. Das ist meine Startseite. Wir haben 62% im Akku, 260 Kilometer Reichweite. Er kann mir hier direkt schon Ladestationen anzeigen, wenn ich da drauf tippe. Fragt er mich auch schon, wohin soll es gehen. Und da kommen schon auch die nächsten Ladesäulen. Und hier oben kann ich das mir sogar filtern nach ultraschnell. Ultraschnell bedeutet ab 100 kW. Aber die App ist dem Auto, ist das Auto schon einen Update voraus. Denn die ganz neuen Mustangs, die haben schon im Navigationssystem diesen Filter drin. Und zwar normal AC bis 22 kW, schnell bis 100 und ultraschnell ab 100 kW. Das können die ganz neuen Mustang Mach-Es jetzt schon mittlerweile im Navi machen. Meiner noch nicht, der braucht noch den Update. So, dann haben wir das jetzt. Plug and Charge kann ich noch als Filter einsetzen und. Netzwerke, schaut mal, ich kann Ionity, BP Pulse, Plug and Charge, nur die drei auswählen. Immerhin kann ich das machen. Und die neuen Mach-Es können das dann hoffentlich im Navi auch. So, zwei Filter anwenden. Wohin soll es gehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage München. So, und jetzt. Zack. Jetzt sind Ladesäulen in München. Okay. Zu Favoriten hinzufügen. Naja, also, ihr seht, ich nutze das nicht so oft. Nicht? Machen wir mal mit Entregeln. Einmal draufdrücken, passiert nichts. Gedrückt halten. So, das ging schnell. Die Blinker und Licht ist an, seht ihr? So, jetzt schließen, gedrückt halten. Und zack. Hast du gesehen? Ging flott. Das ging flott, ne? Absolut. Sascha. So, wie sieht's aus mit Starten, wenn ich ihn jetzt starte? Oder warte mal, was haben wir denn hier noch? Wir haben Hupe und Lichter. Wir haben Fenster öffnen. Komm, lass uns mal Fenster öffnen. Ups, ich sehe gerade, meine Fenster sind auch offen. Aber wir können immerhin Fenster schließen. Wir drücken mal auf Fenster schließen, gedrückt halten. Und Fenster geht hoch. Und zwar richtig flott. Und vor allem alle vier. Alle vier. Aufgezockt. Echt? Meiner kann nur geil. Fahren, das nur über den Schlüssel. Ey, komm, wir öffnen jetzt mal alle. Hammer. Cool. Hammer, na läuft doch. So, Kofferraum. Hey. Okay, die Frage ist, ob er den Kofferraum auch wieder schließt. Wir probieren es mal. Tatsächlich. Kofferraum schließt. Ja, Hammer. Wie sieht es denn aus mit Fernstarten? Bei Ford ist das so, hier ist schon die Klimatisierung, die Temperatur automatisch voreingegeben. Das heißt, im Winter, wenn es draußen kalt ist, geht Lenkradheizung und Sitzheizung auch automatisch an und die Klimaanlage auf 22 Grad. Im Sommer, wenn wir jetzt grad 34 Grad haben wie jetzt, dann geht natürlich nur die Klimaanlage an. Ich starte mal. Fahrzeug gestartet. Seht ihr? To drive. Press start to button. Und, Moment. Du hörst es? Und ich fühle es. Also, es klappt. Es klappt auf jeden Fall. Und jetzt entferne ich mich vom Auto. Ihr hört übrigens den Akku. Schaut mal hier. Die Kiemen sind an, auf. Wir entfernen uns jetzt mal vom Auto ein bisschen. Und ich versuche es zu stoppen. Moment, ich gehe mal in den Schatten, damit ihr was seht. So. Und stoppen. Gedrückt halten. Ist aus, ne? Funktioniert. Okay, das ging jetzt echt schnell, ihr Lieben. Ja, dann haben wir öffentliches Aufladen. Wir können uns Ladesäulen mit Filtern und so weiter aussuchen. Fahrzeug, Informationen. Kilometerzähler sehen wir hier, Fahrzeugstatus, keine Warnmeldungen, dann Abfahrtszeit, Laden,
Das Problem ist Ladeeinstellungen. Ladeeinstellungen haben wir leider nicht so viele. Ich kann nämlich weder in der App noch am Auto eine Ladebegrenzung einrichten, sondern nur, wenn ich eine Wallbox habe zu Hause, dass ich ihm sage, er soll montags bis freitags ab 7 Uhr laden und dann mir hier Abfahrtszeiten hinzufügen. Alles, was ich nicht kann, weil ich keine Wallbox habe. So, was noch? Funktionen und Einstellungen, WLAN-Hotspot, digitaler Schlüssel, Software-Updates. Er ist Over-the-Air-Software-Update fähig, hat er auch welche bekommen, nicht? Wir gucken mal, was er jetzt drin hat. Zack, zack, zack. So, Elektrobuy, jüngste Aktualisierung am 3. Juli 2022, wie ihr sehen könnt. So, dann haben wir hier Sicherheit und Schutz. Security Alert, das heißt, das Auto meldet mir, sobald eine Tür, ein Kofferraum oder sonst was ab einer bestimmten Uhrzeit betätigt wird. Ich kann zum Beispiel sagen, nachts ab 12 Uhr soll er mir immer eine Warnmeldung oder eine Push-Nachricht schicken, wenn eine Tür oder irgendwas sich öffnet oder eine Scheibe, was auch immer. So, Service, ich kann einen Werkstatt-Service-Termin buchen. Ich kann eine sofortige Pannenhilfe sage ich nur. Ich sage nur Frankreich und Panne, mehr sage ich nicht. Und ich habe das Video gesehen. Das haben 120.000 Leute gesehen. Ich denke, ihr auch mit Sicherheit. Dann haben wir einen Handbuch. Wir haben Garantie-Unfallassistenten. So, dann haben wir hier jetzt die Karte. Wir können auch uns den Standort des Autos immer zeigen lassen. Und zwar, indem ich, Moment, hier immer drauf gehe. Wo kann ich das nochmal sehen, wo sich das Auto befindet? Hier, seht ihr, 51069 Köln, vor 2 Minuten aktualisiert und Standort des Fahrzeugs wird uns angezeigt. Ja. Und ich kann mir das auch jedes Mal aktualisieren, genauso wie bei Sascha in der App. Ne? Und dann zeigt er mir immer ja, den ziemlich, ziemlich genauen Standort des Fahrzeuges an. Ja, dann haben wir natürlich Ford-Partner, kann man sich auf der Karte aussuchen und Ladestationen. Ladestationen haben wir eben schon gemacht. Hier seht ihr, nach Filter, nach Netzwerk, nach Ladegeschwindigkeit und so weiter. Man kann sich dahin navigieren lassen. Man kann die Route auch zum Auto senden. Hier, Fahrtenplaner zum Beispiel, gespeicherte Reisen. Seht ihr, Marseille. Und ich kann mir jetzt irgendwas hier aussuchen, zum Beispiel neuen Fahrtenplan erstellen nach München. So, das dauert und das dauert und dauert. Ich habe, ja, also Routenplan speichern, seht ihr? Das ist jetzt sogar inklusive Laden. Stopp hinzufügen, ne, brauchen wir nicht. Ladezeit 56 Minuten, das heißt, er zeigt uns auch schon an, wo wir laden sollen und hat uns auch alles so berechnet und er zeigt uns an, dass wir mit 11% in München ankommen. Routenplan speichern. Wird ans Fahrzeug gesendet. Okay. Wird geladen. Und sollte jetzt im Navi unter gespeicherte Reisen auffindbar sein. Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an, ob das auch so ist. So, und jetzt haben wir uns ins Auto gesetzt. Das Navigationssystem ist auch schon da. Oh, die Fresse. So. Wo sind die gespeicherten Fahrten? Ich weiß es nicht, wo die sind. Ich gucke nochmal, wo die waren, weil ich habe das ehrlich gesagt nie benutzt. Oder wo waren die nochmal? Ich glaube doch hier drin. Nach Hause. My Trips. Seht ihr? Schaut mal, My Trips. Da muss das sein. Fortpass Reisen. Ja, genau. Marseille und München. Da ist meine Reise und er hat jetzt das direkt als Ziel eingenommen, inklusive ja, Reichweitenwolke. Und wir brauchen jetzt nur zurücken. Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden hinzugefügt. Das ist wieder etwas, was der Kia auch können sollte, lieber Sascha. Wäre schön. Ist eine interessante Variation so, ja. Ja, und vor allen Dingen geht man jetzt auf die Hinweise, dann sieht man, wo wir laden sollen bei Bobby und Fritz. Ich freue mich drauf. Da, gibt es Bobby und Fritz auf jeden Fall, keine Ahnung. Aber wir können ja mal gucken, was das überhaupt ist hier. Hinweise. Ah ja, das ist ein NBW-Charger, 150 kW, 3 von 3 verfügbar. Und mit der Fortpass-App, was jeder Ford-Fahrer bekommt, würden wir da 40 Cent die Kilowattstunde bezahlen, was gar nicht mal so schlecht ist. Nee, aber, Moment, aber nur ein Typ 2, Typ 2, CCS würde zu 77 Cent kosten.
mein Herz. Mein Herz, dann nehme ich lieber meine MBW-Karte. Aber ihr habt es gesehen, das Ding klappt. Ja? Es super. Läuft, alle Funktionen laufen. Ihr habt jetzt so einen groben Vergleich und der Ford kann so zwei Sachen besser wie der Kia eben, habe ich auch schon eben genannt. Wir schließen die aber jetzt beide mal hier an die RC-Ladesäule an und dann gucken wir mal, was uns für Informationen auf der App dann ja, gezeigt werden. Ja? So was machen wir das. Einstellungsmöglichkeiten wir haben. Jetzt ab zur Ladesäule. So, also wir haben erst den Kia EV6 angeschlossen. Die Ladung hat auch begonnen. Jetzt ist die Frage, was sieht man in der App, mein Lieber? So, er aktualisiert das gerade. Genau, empfange Fahrzeugstatusinfo. So, also er sagt mir jetzt normales Laden. Warte, hier ist zu viel Licht. So, jetzt sind wir in den Schatten gekommen, ihr Lieben. Also, was zeigt er uns jetzt an? Status EV6. Also, er sagt jetzt normales Laden, normale Ladestation, 31% ist der Akku, Ziel ist 100%. Und er sagt 5 Stunden 25 verbleibend. Ah, cool. Und das Ziel kannst du aber ändern, Ladeziel? Ich könnte jetzt zumindest das Ladeziel ändern. Ich gehe mal auf die entsprechenden Einstellungen dazu, muss aber selbst überlegen, wo es war. Bei Home war das gewesen, weil so oft mache ich das nicht. Ladelimit, Energieverbrauch, Ladelimits einstellen. Ah ja, okay. Ich mache jetzt für AC einfach mal auf 50%. Aha, okay, das ist gut. Man kann AC und DC unterschiedlich regeln. Genau, sende das jetzt ans Fahrzeug. Sehr gut. So, übernommen. Ja, wurde übernommen. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an, was er mir jetzt hier vorne anzeigt im Status. So, 1:30 verbleibend, Ziel 50%. Ziel 50%. Siehst du, wie schnell er gerade lädt? Hier nicht, nein. Da nicht. Nur am Fahrzeug selber im Display. Okay. Kannst du die Ladung stoppen? Die kann ich stoppen von hier aus, ja, das ist ein Remote-Befehl. Es zeigt übrigens an, dass die Ladeklappe geöffnet ist, deswegen ist das rot. Ah. Natürlich, das Kabel ist ja dran. Natürlich, eben. So, bei Remote kann ich jetzt sagen, Ladevorgang beenden. Jetzt will er mich wieder sehen, hat er. Klack. Klack, ja, das Auto hat geklackt. Ladevorgang abgebrochen. Ladevorgang abgebrochen, super. Also, und jetzt gucken wir mal, was die Ford-App uns anzeigt. Also, ihr Lieben, wir haben den Mach-E jetzt auch angeschlossen an die AC-Ladesäule. Ich bin jetzt in die App reingegangen und die App sagt mir nichts. Warum? Ich muss es aktualisieren und das dauert manchmal. Oh, oh. Er hat nämlich noch nicht erkannt, dass das Auto am Laden ist. Und das meine ich halt manchmal nicht. Na, er kütt nichts. Also das macht keinen Spaß. Das ist echt, ich verstehe das nicht. Der hat sich ja eigentlich gut geschlagen bis jetzt, aber nö, gehen wir mal zum Fahrzeug. Ach, Entschuldigung, ich bin auf der falschen Seite gewesen. Hier sieht man das. Ich war auf Home, man muss auf Fahrzeug. So, und dann sieht man, dass das Auto lädt und hier laden, geschätzte Endzeit 22:09 Uhr. Details, gewünschter Ladestatus 100%, momentan 62%. Laden, hier ist grünes Ladenzeichen, aber das Problem ist, gewünschter Ladestatus. Ich kann das nicht ändern, ich kann die Ladebegrenzung nicht ändern. Zeit auf dem Entfernung hinzugefügt, Energie, Ladestandort und. Ich kann Laden stoppen, das geht, aber leider weder auf 90, 80, 70 begrenzen, noch erhöhen, sonst nichts. Und das ist echt ätzend, also spontan nicht. So, wird uns angezeigt, wie schnell er lädt? Nein, es wird uns nur angezeigt, Status halt, ne? Also nur das Mindeste. Mehr ist das nicht. So, was ich euch eben vergessen habe zu zeigen, hier werden nämlich meine Ladeprotokoll. Genau. Die App kann mir zeigen, wann habe ich das letzte Mal wo geladen und für wie viel. Zum Beispiel NBW Mobility Plus am Samstag, 13. August. Da sieht man auch, 4 Stunden, 4 Minuten war der Drang angeschlossen, weil der Tarek am Drehen war. 203 Kilometer dazu geladen, 46 zusätzlich dazu und ja, Kabel entfernt mit 84%. Wie viele Kilowattstunden habe ich nachgeladen und so weiter und so fort. Das kann ich auch löschen, aber das kann ich jetzt nicht weitersenden irgendwie. Wenn ja, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, ob das, dass das geht. So, dann gehen wir wieder auf Ladeprotokoll und Laden stoppen.
Genau, Auto, es hat geklickt und geklappt. Müsste aber jetzt, das dauert mir wieder hier ein bisschen zu lange. Wird geladen und geladen und geladen. So, Laden wurde angehalten. Seht ihr, oben links in der Ecke. Sehr gut.